Ja, für eine möglichst hohe Verfügbarkeit und geringe Ausfallwahrscheinlichkeit in unseren Netzwerken haben wir ja schon gelernt, am besten schafft man Redundanzen. Soll heißen, mehrfache Auslegung sowohl der Leitungswege als auch der Kopplungselemente. Das Problem dabei ist, dass, wenn ich mehrere Switches einsetze, um eben diese Redundanzen zu schaffen, ich dadurch auch Schleifen erzeugen kann. Und solche Netzwerkschleifen, die kennt eigentlich unser Ethernet-Protokoll nicht. Soll heißen, grundsätzlich wäre eine solche Schleife ein Designfehler. Was bedeutet das eigentlich? Naja, wenn ich Schleifen habe, kann es natürlich auch passieren, dass ich innerhalb dieser Schleife unsere Switches die Pakete ständig hin und her werfen, weil sie keinen Empfänger finden. Soll heißen, ein falsch adressiertes Paket könnte dazu führen, dass eben ein Paket in dieser Schleife ja quasi endlos seine Runden dreht. Und das Problem, was dabei entsteht oder die Auswirkung davon, ist ein sogenannter Broadcast Storm. Soll heißen, mein Netzwerk wird von den Switches, denn sie wissen nicht wohin damit, durch einen Broadcast geflutet, was natürlich zu einer starken Belastung meiner Ressourcen führen würde. Auch dafür gibt es aber Gott sei Dank eine Lösung. Und diese Lösung nennt sich Spanning Tree Protokoll, die eben auch in einem Standard von der IEEE logischerweise festgelegt wurde. Was passiert bei Spanning Tree? Nun, wenn man sich das vorstellt, wir haben in diesem Falle ein relativ stark redundant ausgelegtes Netzwerk, soll heißen, sämtliche Switches sind in irgendeiner Weise mindestens doppelt miteinander verbunden. Und das führt letzten Endes eben dazu, dass, wenn ein Paket nicht weiß, wo es hingeschickt werden soll, natürlich zwischen diesen Switches zirkulieren könnte. Die Idee dabei ist ganz einfach, dass man nun bestimmte Wege, nämlich die redundanten Wege zwischen den Switches, ganz einfach blockiert über einen Protokollmechanismus. Und genau das ist eben die Idee hinter Spanning Tree. Was passiert dabei nun? Also, wenn wir unser komplett aufgebautes Netzwerk einmal nehmen und Spanning Tree aktivieren, dann bedeutet das, dass sämtlicher Datenverkehr zwischen den einzelnen Switches erstmal komplett blockiert wird. Das Einzige, was diese Switches dann noch untereinander austauschen, sind eben Informationen zu Spanning Tree, also über das Spanning Tree Protokoll. Sämtliche Ports an den Switches gehen in einen sogenannten Blocking-Status, also normale Daten werden nicht mehr übertragen. Wenn dieser Auswahlprozess einer sogenannten Root Bridge dann abgeschlossen ist, dann irgendwann würde eben der normale Datenverkehr wieder anlaufen und genau das wollen wir uns auch nochmal im Detail anschauen. Also in diesem Schaubild sehen wir, die Ports von unseren Leitungswegen sind momentan alle rot. An der Stelle bedeutet das also, die leiten keine normalen Daten weiter, die befinden sich im Blocking-Status. Es werden jetzt BPDUs, sogenannte Bridge Protocol Data Units, zwischen den Switches ausgetauscht, um eben eine sogenannte Root Bridge zu wählen. Das machen die Switches also quasi untereinander aus. Als Administrator könnte man sogar da eingreifen, indem man bestimmte Parameter auf den Switches verändert. Man könnte also als Administrator dafür sorgen, dass ein bestimmter Switch letzten Endes die Root Bridge wird. Ist dieser Prozess dann irgendwann im Gange und hoffentlich dann auch irgendwann wieder abgeschlossen, dann würden eben bestimmte Ports in einen bestimmten Zustand versetzt werden. Also in diesem Beispiel würde erstmal geschaut werden, welche Entfernung habe ich eigentlich zu meiner Root Bridge. Die haben wir jetzt hier auch mal oben links markiert. Dabei stellen wir also fest, dass momentan jeder Switch in diesem Netzwerk mehr oder weniger eine Entfernung zu dieser Root Bridge besitzt mit einem Kostenfaktor von 5. Das bedeutet jetzt, okay, es sind verschiedene Wege möglich zu meiner Root Bridge. Ich nehme aber immer nur einen, und zwar den, der am besten geeignet ist. In diesem Fall würde das bedeuten, es werden bestimmte Ports in bestimmte Stati versetzt. Die sehen wir jetzt hier grün. Über diese grünen Ports werden also Daten weitergeleitet. Diese grünen Ports nennen sich auch Root Ports. Das sind also die Ports quasi, über die Leitungen direkt zur Root Bridge führen, die genutzt werden für die Datenkommunikation. Alles, was an dieser Stelle jetzt orange ist, befindet sich in einem sogenannten, oder diese orangenen Ports, die befinden sich eben in einem Status, wo die Leitung quasi deaktiviert ist. Das heißt, über diese Wege würden keine Daten verschickt werden, die befinden sich nach wie vor im Blocking-Modus. Was passiert nun aber, wenn eine unserer normal für die Datenübertragung ausgelegten Leitungen ausfallen würde, wie wir es jetzt hier dargestellt haben? Nun, in diesem Fall würde ganz einfach eine andere Leitung einspringen und der redundante Weg eben von dem vormals deaktivierten Zustand in einen aktivierten Zustand übergehen, sodass diese Leitung dann eben die Datenkommunikation für die ausgefallene Leitung übernimmt. Das kann unter Umständen ein bisschen dauern, je nachdem, wie man sein Spanning Tree Protokoll konfiguriert hat. Man kann das relativ schnell
einstellen. Das bedeutet aber, dass die Switches auch relativ viel untereinander kommunizieren müssen, dadurch ein gewisser Overhead entsteht. Oder man kann sich eben eine gewisse Zeit lassen, dann dauert es aber entsprechend auch, bis eben wieder eine normale Datenkommunikation in unserem Netzwerk möglich ist.